Das war nicht nett. Gerade. Von dir. Torsten. Das, was kann ich jetzt dafür? Los den Hebel. Damit ich dir jetzt die Tür aufgehen. So. Also, ich habe jetzt. Oder ich sag mal so, wenn die Kompassnadel nach oben zeigt, dann ist unten drunter ein Dreieck, das in Richtung Kompassnadel zeigt, und da drunter ist dann ein Fünfeck, wo was die Spitze aber weg zeigt. Nach unten, ne? Dann kann das genau. Dann kann das doch noch das sein. So, und neben dem Dreieck, was nach oben zeigt, muss rechts daneben auch nochmal ein Dreieck sein, das auch nach oben zeigt. Ja, ja, ich komme weiter. Okay. So. Das gleiche Spiel. Dreieck nach oben, Fünfeck nach oben, Dreieck nach unten. Warte kurz, müssen wir in den Raum rein. Dreieck nach oben? Ja. Fünfeck nach oben, Dreieck nach unten. Dreieck nach oben. Ich zeig mir mal alles nach rechts, ey. Scheiße. Ansonsten Kompassnadel nach oben, links daneben, Fünfeck nach oben, Viereck und dann Fünfeck nach unten. Warte kurz, Kompassnadel nach oben, links daneben Fünfeck, da drüben. Ja, nach oben. Ja. Und daneben dann Viereck und dann daneben Fünfeck nach unten. Nee, dann ist das nicht. Dann ist das hier vielleicht. Oh. Ja. Das letzte Mal. Kompassnadel nach oben. Warte, ich suche meine Tür. Warte, ich suche meine Tür. Okay. Wo ist die Tür? Was ist die hier? Nee. Hä? Welche Tür? Hier ist keine Tür aufgegangen. Hallo? Ach, hier. Ich hab sie. Also, wenn die Kompassnadel nach oben zeigt, muss oben drüber ein Dreieck sein, das nach rechts zeigt. Ja. Und da drüber ein Fünfeck, das auch nach rechts zeigt. Und da drüber ein Dreieck, das nach unten zeigt. Über dem Dreieck war ein Fünfeck, right? Ja. Kompassnadel nach oben, dann Dreieck nach rechts und Fünfeck nach rechts. Ach, könnte das das hier sein? Ich weiß nicht. Ja. Da, ja, die Tür ging auf. Doch nicht so doof, wie ich dachte. Okay. Okay, ich muss mir jetzt erstmal hier wieder umschauen. Ich habe jetzt hier Waffen an der Wand. Oh, ich kann Waffen nehmen. Bei mir... Ich habe einen Hebel gezogen. Kann auch Schilder nehmen. Ich habe irgendwie einen Hebel aktiviert. Warte. Weiß aber nicht für was. Jetzt habe ich hier einen Tisch mit einem Buch. Aber da ist nichts drin. Drüber gehen. Okay, ich habe jetzt hier Ritter vor mir, denen ich wahrscheinlich die Waffe und das Schild geben muss. Und oben drüber sind Symbole. Bitte gedulden Sie sich einen Moment. Please hold the line. Okay. Hier lacht jemand. Ja, weil ich in einem Raum bin. Oh, die Wand kommt näher. Okay, ja, ich habe auch Ritter. Ich kann hier die Wände aufhalten. Okay, cool. Aber also ich habe hier einen Ritter mit einem Adler und zwei weißen Streifen. Ich habe hier. Der trägt was? Der trägt ein Schwert. Okay, ich muss das Steuerrad loslassen und ein Schwert holen. Nein, die Wand kommt näher. Zur Hefe. Welches Schwert? Die mehrere. Scheiße. Sieht aus wie so ein DK-Schwert. Von dem einen hier. Ja, ich hab's ihm jetzt mal gegeben.
Dann habe ich so einen. Dann habe ich so ein. Was ist das hier? Keine Ahnung, ist das ein Kranich? Ein Storch? Keine Ahnung, was das sein soll. Mit einer Axt in der Hand. Der Ritter. Okay. Das ist der einzige mit der Axt eigentlich. Okay, der hat jetzt rote Augen. Ich glaube, der erste war falsch. Weil der hat jetzt hier rote Augen. Aber der erste nicht mehr. Ich glaube, du hast das falsche Schwert genommen. Also, du musst das Schwert nehmen, was quasi in der Mitte ein bisschen schmaler ist und unten und oben breiter. Nicht das, was so einen Bogen drunter hat und auch nicht das, was Zacken hat. Oh, sie zur Hefe. Ich muss nur kurz. Komm ich raus! Ich finde das Schwert hier nicht. Ja, meine, wir können es doch erstmal offen lassen und sind das, was übrig bleibt. In der linken oder in der rechten Hand das Schwert? Wenn ich ihn angucke, in der linken. Wenn ich von ihm aus gucke, in der rechten. Ich das nächste sagen? Ja, die Frage ist, wo ist das Schwert? Ja, sagen wir mal das nächste. Das nächste wäre quasi der mit den Pfeilen durchbohrte Hirsch. Ja. Und der Ritter hat das bei mir, wenn ich vor ihm stehe, in der rechten Hand. Und das ist das Schwert, was die Zacken unten hat und nach oben hin sehr breit wird. Du hast keine Hefe? Mann, Ossi hier! Ja, stoppen. Und das Schwert hier. Das ist es auch nicht. Das ist es. Wand, nimm mich! Oh. Ja, stoppen. Dem seine Augen leuchten auch nicht, aber naja, gut. Ja, Moment, 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 Moment. Der rechten. Wenn ich vor ihm stehe, jetzt leuchten die Augen, ja, genau. Okay, dann hätte ich hier so ein, was ist das? Ein Stinktier mit einem Buch in der Hand, wo eine Krone drauf ist. Ja. Und der hat das Schwert, wenn ich vor ihm stehe, in der rechten Hand und das ist quasi, wie erkläre ich denn das? Sieht fast aus wie so ein Blitz. Schauen wir mal, ob ich ein Blitzschwert habe. Also das ist halt unten ziemlich kantig, dann kriegt es quasi so eine Einwölbung und dann geht es lang nach oben weiter. Scheint es nicht zu sein. Ich probier's mal mit dem. Rechten Hand, sagst du? Ja. War es richtig? Nee. Nee. Ich habe aber kein Telefon, womit ich heute Abend abrufe. Was? Ich habe aber ein Telefon, womit ich heute auf Abruf bin. Für die... Oh, hast du Bereitschaft heute, Ossi? Ich wusste gar nicht, dass es das gibt bei dir. Jetzt habe ich das Schwert irgendwo hingeworfen, was wir brauchen. Weiß ich nicht. Ist dem anderen gegeben hier zufällig. Nee, der hat kein Blitzschwert. Naja, das ist halt. Wie ist mit dem hier? Ja, ich hab zwei Schwerter, die ausschauen wie ein Blitz. Wenn ich vor ihm stehe in der rechten Hand, ne? Ja, leuchtet. Passt.
Jetzt haben wir nur noch den einen, der hier nicht leuchtet, wo du das Schwert noch nicht richtig gefunden hast. Es war ein so ein Zackenschwert, oder? Nee, kein Zackenschwert. Das ist, also der hat das bei mir in der linken Hand. Und dann hat es quasi so zwei Einkerbungen. Dann geht es ein bisschen breiter nach oben, dann wird es wieder schmaler und dann wird es wieder breiter. Mit einer relativ runden Spitze nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich die Wand berühren darf, oder? Der hier zu scheint es nicht zu sein. Was das in der linken Hand? In der linken, ja. Bei dem Adler mit den zwei weißen Strichen. Ja. Perfekt! Schauen alle teilweise so gleich aus, die Dinge. Okay. Ach du Heiliger. Jetzt bin ich in einer, glaube ich, der richtigen Arena. Ich bin gerade in einem Raum mit Feuerkelchen und Symbolen drüber. Was soll ich denn hier? Also ich habe hier Fenster. Ja, die habe ich auch. Oh. What the fuck? Was war das? Ich hab die ganzen Fenster rausgenommen. Ups. Wollte es nicht. Mach das wieder rein. Ich dachte, das ist bei mir oder so. Also ich habe auch drei Fenster. Ich habe noch eine Tür. Dein Buchwort helfe mir dann. Okay. Wie gesagt, ich habe hier auch sonst Feuerkelche mit Symbolen drüber. Aber ich habe ja auch einen Hebel. Augenhebel. Ich bin jetzt noch nicht dran gezogen. Kannst du auch gar nicht. Also ich kann nicht dran ziehen. Ach, doch, hier habe ich noch einen. Ah, okay. Also ich habe hier oben drei Fenster, die ich wahrscheinlich einbauen muss. Ja, also wenn ich... Ich kann mich ja mal da vorstellen. Wollen wir mit der Mitte anfangen? Ja. In der Mitte wäre quasi ein Mädchen mit roten Haaren, die ganz lang sind und geflochten. Und da drüber wäre quasi, ich weiß nicht, ob es der Prinz, König, whatever. Ist das in der Mitte, oder? So. Das ist das Fenster in der Mitte, genau. Also die sieht aus, als wenn die schläft oder sowas. Und da drüber ist ein Mann mit Bart, mit rotem Bart. Und mit so einer Maske, mit so einem, was ist das? Ja, Löwe. Tiger. Oh, das ist der hier. Ah. Das wäre quasi das Bild in der Mitte. Und unten? Das ist immer ein dreiteiliges Bild. Also unten ist so, ja, wie so eine Art Wald. Da habe ich links sechs Bäume, rechts sechs Bäume. Ganz unten. Ja, das ist das hier nicht. Muss ich mal kurz auf die andere Seite? Ach so, und der Mann oben, ne? Der guckt nach links. By the way, das ist auch noch vielleicht gar nicht so unwichtig. Ja. Oh, mittleres Bild habe ich. Okay. Und dann links daneben wäre quasi, ja, sieht aus wie ein König mit so einem, ja, Ziegenbärtchen und Kinnbärtchen. Ja, schaut er nach links oder nach rechts? Das schaut nach links. Also er der hat den Kopf nach links, schaut aber nach rechts. Yep. Darunter sieht es aus wie die Königin mit so einer ja, Rosenkrone, die mit einem blutigen Messer an der Hand tot dort liegt. Ja. Und ganz unten habe ich dann... Moment. Ich kann bloß immer eins nehmen. Also. Löwentiger. Ja. ganz unten habe ich quasi wie so einen Steinhintergrund und mit zwei Äxten in der Mitte und links so Schwerter und ganz links Bäumen. Also so geäst. Ja, nicht. Ich
Lecke Est. Yep. Hast du? Yep. Gut. Ganz rechts wäre dann oben ein Mann mit langem Bart, der nach rechts schaut, mit einer Löwen, mit einem Löwenhelm. Moment, muss auf die andere Seite. Ich habe zwei, aber ist der unterschiedlich? Na, der eine guckt nach rechts. Der hat eine andere Rüstung. Einen. Ja, der hat hier so einen mit so einer roten Rüstung und einen mit einer grauen Rüstung. Also der hat hier eine graue Rüstung an, wenn du mich fragst. So gut ich das zumindest beurteilen kann. Hat der davor die gleiche Rüstung an, der in der Mitte, oder der die andere? Nee, der die gleiche. Da muss ich wahrscheinlich den austauschen. Also, entweder ist das grau oder rot, ich kann es ja nicht sagen, weil das da oben nicht richtig beleuchtet ist. Machen wir mal weiter. Beim mittleren Bild ist das quasi eine Frau mit kompletter Rüstung, durchbohrt mit drei Pfeilen, blutig und einer Krone mit so einem Tigerkopf. Yep. Hab ich. Ganz unten ist wieder so ein steinerner Hintergrund und vertrocknete Bäume. In the name of Amber Adelaide. Was? Oh, ich muss jetzt in Win the battle. Hä? Fight for the king. Destroy the enemies. Was? Ich habe irgend so ein Art Schachbrett vor mir. Oh nee! Ja, ich auch. Oh nee. Ich glaube, du steuerst es gerade hier. Ja, aber was. Was muss. Wo, hä? Was ist jetzt was? Kann ich überhaupt das nehmen? Ah ja, ich kann den nehmen. Ich glaube, du kannst nur den König nehmen. Kann ich da durch? Warte mal. Okay. Ja, hä? Bin verwirrt. Sehr verwirrt. Den einen hast du ja schon weggeklatscht anscheinend. Ja. Ah, du siehst die gar nicht. Nein, ich habe hier nur so ein komisches Brett mit Steinen und zwei Türmen. Moment, also wenn du vorne aussiehst, hast du den ersten Stein auf dem dritten Feld. Ja. Also wenn du zwei nach rechts gehst und drei nach vorne, da steht wieder einer. Hier, oder was? Ja, einer davor steht er jetzt. Hier. Nee, du musst eins weiter. Geht jetzt weg, dann gehst noch zwei nach vorne. Ja. Dann gehen wir eins zurück. Ja. Vier nach links. Ja. Und eins nach vorne. Okay, das war anscheinend richtig. These bricks were built to collapse. Das ist ja attack weird. The towers. Attack the tower. Also der rechte, der muss. Oder siehst du die gar nicht? Also ich habe jetzt zwei. Du musst mir sagen. Also ich habe jetzt das Zeichen mit quasi einem Schild. Und Ich habe ja zwei. Anscheinend machst du beide gleichzeitig. Geh mal zwei nach rechts. Ah, okay, die gehen gleichzeitig. Moment, ich muss mal kurz Pusi wechseln, das ist besser. Du musst mich steuern. Ja, ja, ich muss jetzt kurz weit denken. Geh mal 3 nach links. 1, 2, 3. Ups. Ja. Dann 4 nach vorne. Kann ich nicht, das ist ein Stein. Also ich komme nicht weit. Also bin er jetzt 4. Oder bin ich da richtig? Kannst du eins nach rechts gehen? Ja. Eins nach vorne? Ja. Ah, okay, der passt nicht. Geh mal 2 nach rechts. 2 oder 3? 2. Kannst du eins zurückgehen?
Ja. Und eins nach links. Ja. Ja. Dann in nach vorne eins. Eins nach links. Und zwei nach vorne. Okay. My sons, attack the gates. Attack the gates. Mhm. Das gleiche Spiel nochmal machen. Die sind zwei, also die sind eins zu viel auseinander. Und dann müssen wir eins nach links. Dann soweit es geht nach vorne. Dann eins nach rechts. Eins nach vorne. Eins nach rechts. Zwei nach rechts. Eins zurück. Eins nach links. So, dann so weit nach vorne wie du kannst. Eins zurück. Okay, jetzt hat es resettet. Mhm. Also, sons, attack the gates. Also eins nach links, dann so weit nach geht's wie vorne. Eins nach rechts. Eins nach vorne. Eins nach, zwei nach rechts. Eins nach hinten. Eins nach links. So, dann gehst du vier nach vorne. Eins nach links. Und dann zwei nach vorne. Victory! Victory, sagt er. This was a trap. My sons, what have I done? It's a tramp, hat er gesagt. Und nun? Tür ist verschlossen. Also ich habe immer noch einen Hebel, an dem ich noch nicht gezogen habe. Ich aktiviere den mal.